musste lachen. Ich habe nur darauf gewartet, dass hier irgendjemand reinkommt, aber kommt gerade noch niemand. Aber Facebook ist ja doch jetzt in 8 Leute da. Eigentlich wollte ich das ganz anders anfangen, aber das hast du jetzt, hast du mit meiner Anmoderation zerlacht, Paul. Also wir sitzen hier in der Kuba. Die ist eigentlich quasi der Anfang von Santa Catalina und hier wohnt seit 1,5 Jahren Paul Janke. Du müsstest ein bisschen näher kommen und laut sprechen. Ein bisschen näher kommen. Siehst du mich denn so? Ja, ich seh dich super. Paul, wieso Santa Catalina? Also ich muss ehrlich gestehen, als ich damals nach Mallorca gegangen bin, wusste ich natürlich gar nicht, was Santa Catalina ist und wo ich eigentlich bin hier. Ich habe nach Wohnungen geguckt und habe eigentlich danach geschaut, dass ich was finde, was Palma zentral ist, weil hier halt auch im Winter was los ist. In Palma wohnen ja knappe 500.000 Leute, weil sonst ist im Winter halt nichts los und der Weg zum Flughafen nicht so weit ist. Insofern habe ich hier in der Gegend geguckt und dass das eigentlich so eine tolle Gegend ist, das hat sich eigentlich erst im Nachhinein herausgestellt für mich. Also du hast Glück gehabt, denn Santa Catalina gilt ja als das Szeneviertel. Du kennst es jetzt mittlerweile ein bisschen und hast uns versprochen, das heute zu zeigen. Stimmt das? Ja, und können wir machen. Warte. Also, da unten ist der Hafen. Zur Orientierung gleich rechts hier um die Ecke da, so wäre das Hard Rock Café. Und hier, wenn man die Straße nach oben fährt, hier beginnt Santa Catalina, was sich auszeichnet durch viele Bars, Restaurants und Seitengassen, richtig? Das ist korrekt. Also die Hamburger, wenn ich jetzt mal, Hamburger könnten es mit der Schanze, mit dem Schanzenviertel so ein bisschen vergleichen. Es sind sehr viele Restaurants, Bars und tobt hier eigentlich das Leben und ist so im Moment so ein bisschen das Innenviertel. Ist aber auch sehr skandinavisch angehaucht. Okay, dann gucken wir da mal. Also wie man hier schon unschwer erkennen kann, sitzen viele Leute draußen. Das Leben spielt sich ja im Grunde eher draußen ab hier. Und hier sind halt ganz, ganz viele Bar. Hier jetzt hat von der Bar Kuba, das kennt eigentlich jeder hier in Santa Catalina, die Bar Kuba, wo wir eben auch saßen. Jetzt hat hier oben, ist auch ein Hotel, hat eine sehr, sehr schöne Skybar eröffnet, also sehr empfehlenswert. Da oben. Ich war noch nie drin, hat es mir immer vorgenommen, aber da können wir ja unser Abschlussgetränk nehmen. Und hier sind eigentlich Bar an Bar, Restaurants und hier tobt eigentlich das Leben. Auch unter der Woche ist hier immer sehr, sehr viel los. Hola. Hola. So, du kennst deine Nachbarschaft auch schon? Ja, was heißt Nachbarschaft? Ich meine, dazu sind hier, glaube ich, viel zu viele Leute, aber so in den gewissen Läden, wo man dann auch öfter ist, kennt man sich natürlich. Aber da weiß niemand, dass du mal Bachelor warst, oder? Oder erzählst du das? Nein, also mir ist das immer unangenehm, wenn das Leute erzählen, ehrlich gesagt. Was ich immer ganz lustig finde, wenn du unterwegs bist und dann, hier sind natürlich auch viele Deutsche, und wenn du dann unterwegs bist und dann jemand kommt und sagt, sag mal, können wir mal ein Foto machen, wie die Spanier dann gucken und denken, warum machen die jetzt ein Foto mit ihm? Das finde ich immer sehr amüsant. Hier gibt es auch einen Diner. Direkt neben der Sushi-Bar. Ja, hier gibt es ja relativ viel Sushi. Ich würde mal jetzt hier rechts gehen, weil das ist auch der Market auf Santa Catalina ist auch sehr bekannt. Das heißt, da gibt es frischen Fisch, kann man Tapas essen, um die Mittagszeit brummt das da. Weil man sich da alles selber aussuchen kann, auch mitnehmen kann. Man kann sich einen Fisch kaufen, den da braten lassen. Und insofern ist hier Mercat Santa Catalina sehr bekannt. Okay, ich glaube, wir müssen mal kurz die Straße verlassen. Warst du da schon mal zum Essen, Ingo? Da drin war ich schon mal. Das ist allerdings auch schon ein paar Tage her. Ich finde nämlich, also vor Jahren hätte ich noch gesagt, Palma hat vielleicht die höchste Lebensqualität der Welt. Aber ich finde, diese Lebensqualität hat in den letzten Jahren so ein bisschen gelitten. Und warum? Hauptsächlich unter dem Verkehr. Also jedes Mal, wenn ich mir denke, ich muss jetzt nach Palma fahren, denke ich, oh, Stau. Stau, Anstrengung, du findest keinen Parkplatz außer in den Parkhäusern. Ja. Und ich finde Palma jetzt gerade auch in der Hochsaison sehr anstrengend. Gerade wenn noch 6 Kreuzfahrtschiffe zeitgleich ankern. Obwohl und alles in die Stadt suppt. Obwohl ich sagen muss, dass ich wirklich, glaube ich,
spielen wir hier auf dem Bürgersteig, auf der Straße, was meinst du? Ach komm, wir gehen auf der Straße. Auf der Straße. Ich bin das erste Jahr bin ich, oder bis Anfang, bis, nee, stimmt, ein Jahr ziemlich genau, bin ich wirklich nur mit dem Fahrrad gefahren. Mittlerweile habe ich natürlich auch ein Auto hier, weil ich wöchentlich auch in Cala Ratjada war. Wir gehen mal hier lang. Übrigens, wir können mal hier wer gerade fragt, wo ist das genau? Das ist ein Viertel. Santa Catarina ist ein Viertel von Palma in Hafennähe zwischen El Tireno und Kathedrale. Kann man das so sagen? Ja, also El Tireno, als nächstes grenzt, glaube ich, noch Son Amadans an. Ansonsten ist das nächste ist die Altstadt, also wirklich Palma Stadt. Wenn wir hier durchgehen würden, wären wir direkt am Paseo Mallorca. Das heißt, wo der kleine Fluss entlang läuft. Und insofern sehr citynah und im Moment sehr, sehr beliebt. Wie kommt es eigentlich? Wollen wir mal weiter? Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Da lang? Wir können mal hier hochgehen. Okay. Wie kommt es eigentlich? Also wie kamst du der Entscheidung, dass du wirklich nach Mallorca ziehst? Also was heißt, ich habe ja meine Wohnung in Hamburg, habe ich ja immer noch. Aber ich meine, du kannst es ja auch sagen, Palma bietet natürlich schon alleine vom Wetter her eine ganz andere Lebensqualität als in Deutschland, wenn ich ehrlich sein muss. Ich liebe Deutschland und ich liebe auch Hamburg, aber diese Lebensqualität mit dem Wetter, du bist am Wasser, das ist halt toll. Und am Ende des Tages, für mich ist es jetzt egal, ob ich von Palma nach München fliege oder von Hamburg nach München. Insofern habe ich gesagt, Mensch, ich verbringe doch auch viel Zeit hier. Hier bin ich zum Beispiel auch sehr gerne. Gin Burger, warst du da schon mal? Nein. Im Carrer de la Porciana. Da kann man, wir haben tausende verschiedene Gin-Sorten und es gibt leckere Burger dazu. Ah, also okay. Sehr zu empfehlen. Burger und Gin, oh, gut. Burger haben auch alle Gin-Namen, Seagram's Burger und so. Ja, genau. Und das ist eigentlich sehr nett. Man sitzt auch ganz nett drin und wie man sieht, da sind unterschiedliche Gin-Sorten. Ja. Ja. ich habe dich ein bisschen vermisst dieses Jahr an der Playa de Palma. Du warst zum Opening da und ich glaube, dann vielleicht noch mal privat mit St. Pauli. Da haben wir uns noch mal getroffen, mit den Fußballspielern von St. Pauli, ja. Die mich übel beschimpft haben. Ja, ich glaube, da gab es mal irgendwelche Differenzen, weiß ich nicht genau, da weißt du wahrscheinlich mehr ich weiß da ganz genau, was passiert ist. Einer von St. Pauli hat vor 3-4 Jahren mal seinen Penis an Nina Christine gerieben am Strand. Okay. Und das ist fotografiert worden. Ja. Und das ist in der Bild-Zeitung aufgetaucht, deswegen sind die von St. Pauli bisschen sauer gewesen. Okay. Aber du warst tatsächlich, du warst ja eigentlich Resident DJ, kann man fast sagen, im Megapark. Ne? Da bist du dieses Jahr kaum aufgetaucht. Das stimmt. Ich war zum Opening da, sollte dann eigentlich jeden Donnerstag in The Club, das ehemalige Paradise, den Hausclub, den Sammy da eröffnet hat, auflegen. Habe auch angefangen dort aufzulegen und dann fand der Megapark das irgendwie doch nicht so gut, dass ich bei der, obwohl es eine Gruppe ist, bei der Konkurrenz auflege. Und ja, dann gab es halt ein paar Differenzen und dann bin ich jetzt jeden Dienstag in Cala Ratjada gewesen, im Cheops, was super war. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und jetzt zum Schluss war ich auch in Pangera im Krümel. Da habe ich allerdings nicht aufgelegt, sondern da haben wir die Nacht der Rosen gemacht. Wie sieht das aus, die Nacht der Rosen mit Paul Janke im Krümelstadel? Das heißt, der Paul Janke kommt mit Rosen, verteilt Rosen, dann gab es eine weiße Rose. Und die Frau hast du damit nach Hause nehmen dürfen? So in etwa. Nein, da gab es ein Meet and Greet, mit der habe ich dann noch eine Flasche Prosecco zu zweit getrunken dort und hat man halt sich ein bisschen austauschen können, hat natürlich Fotos, Autogramme gemacht und das war eigentlich sehr nett und wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Also das eine, was man muss ja fast sagen, bedauerlich, dass Megapark und Club sich so ungrün sind, dass du da, sagen wir, in den Mühlen zerrieben worden bist. Oder wie soll man das? Ja, es ist halt eigentlich eine Gruppe, aber gibt wahrscheinlich dann auch in der Gruppe trotzdem. Man muss natürlich jeder seinen Laden hochhalten.
Und ja, war ein bisschen schade für mich im, am Ende, weil ich glaube, The Club wär eine gute Adresse gewesen. Hausmusik ist natürlich auch meins. Insofern sehr, sehr schade. Gucken wir mal. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, noch nicht die letzte Messe gelesen. Also und hier ist Fußgängerzone sozusagen. Hier sind mit einem auch, Restaurant neben dem anderen. Ne? Genau, ne? Ein Restaurant nach dem anderen. Und wie man sieht, auch sehr viel los abends noch. Ne? Und hier ist auch im Winter noch einigermaßen Betrieb. Klar, wir sind in der Großstadt, wir sind in Palma. Das darf man halt immer nicht vergessen. Ansonsten Mallorca, wenn man jetzt auch Cala Radiada beispielsweise sieht, da war ich gestern zum Beispiel noch. Da ist zwar jetzt noch voll, aber in 4 Wochen wird es da tot sein, weil dann ist die Saison vorbei. Bolero, Physical, Cheops, alle Läden haben mittlerweile zu. Und dann ist da natürlich die Saison vorbei. Und hier hat man natürlich dadurch, dass hier eine 500.000 Leute auch dauerhaft wohnen, natürlich viel mehr Verkehr. Und die Leute müssen natürlich auch nicht nur im Sommer essen gehen. Sag mal, mag vielleicht komisch klingen, aber hast du hier Freunde? Weil der Winter naht. Und da kannst du ja nicht, also... Ich habe auch in Deutschland keine Freunde, insofern ist es eigentlich egal. Nein, Spaß beiseite. Also es ist natürlich schon so, es war immer eine Frage, die man sich natürlich stellen muss, weil die Familie und klar kenne ich hier mittlerweile ganz viele Leute und auch Bekannte und ich könnte jeden Tag jemanden treffen, aber das eigentliche Umfeld wie eine Schwester oder eine zweite Mami oder die besten Freunde, die leben natürlich schon in Hamburg. Aber dadurch, dass ich natürlich auch beruflich viel unterwegs bin und nicht nur hier bin, sondern auch in Deutschland natürlich meine Gigs habe, bin ich natürlich auch oft in Deutschland und täglich sehe ich die besten Freunde auch nicht. Insofern Besuch, meine Schwester war beispielsweise gerade 2 Wochen da. Es sind auch immer wieder natürlich, gerade wenn man in der Sonne lebt, viele Bekannte oftmals hier. Und insofern, ich bin auch ein Mensch, ich kann mich auch alleine beschäftigen, ich brauche jetzt nicht immer Unterhaltung. Und alleine fühle ich mich eigentlich gar nicht. Sag mal, überdurchschnittlich viel Besuch, wenn man auf Mallorca wohnt, dann kommt doch der gesamte Freundeskreis auf die Idee, Mensch, wir könnten Paul doch mal 2 bis 6 Wochen besuchen, oder? Ja, das ist natürlich so. Ne? Aber auf der anderen Seite freue ich mich natürlich dann, dass man auch Besuch hat. Ist dann auch schön, wenn nach 14 Tagen dann dass man wieder die Ruhe hat. Aber ich freue mich eigentlich immer, wenn meine Leute mich besuchen. Klar, wollen natürlich auch immer was machen. Man kommt nicht so ganz zu den Sachen wie im Alltag. Aber ich freue mich eigentlich grundsätzlich, wenn die Leute hierher kommen und man hier ein bisschen Programm macht. So, diese Straße, die Restaurantstraße, habe ich sie früher mal genannt. Bist du häufig hier und welche Restaurants könntest du hier vielleicht empfehlen? Also man sieht, hier ist ein Indonesier, beziehungsweise ein Inder, Entschuldigung, kein Indonesier. Hier gibt es Tapas, da hinten gibt es nochmal Tapas, dann sind wir an einem Italiener vorbeigegangen, Franzosen gibt es hier auch. Wenn ich jetzt eine gut aussehende Frau wäre und du mich zum Essen ausführen müsstest, wo würden wir dann jetzt hier hingehen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde hier in dieser Straße, weil es so ein bisschen Fußgängerzone ist, will nicht sagen, das ist eine Touristenstraße. Hier war ich jetzt gar nicht so oft essen, ehrlich gesagt, sondern eher in den Nebenstraßen. Drüben, da sind wir gar nicht dran vorbeigegangen, gibt es Wasabi, da gibt es zum Beispiel Sushi. Dann der beste Sushi-Laden Europas, auf der Welt, weiß ich nicht. Ist auch in Santa Catalina, muss man allerdings einen Tisch bestellen und der heißt Halleluja, aber so ähnlich. Jens Löwen sagt gerade, mit deiner Geliebten solltest du ums Eck ins Il Tano gehen. Wo soll ich hingehen? Ins Il Tano. Ist das ein Italiener? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ne? Aber ich glaube, die Restaurants sind hier eigentlich alle sehr gut. Natürlich in der Touristenstraße hier so ein bisschen. Ich bin dann wirklich lieber dann auch bei Spaniern, wo dann nicht vielleicht so viele Touristen sind. Hier hat man natürlich schon sehr viel Touristendurchgang sozusagen. Ja. Und Santa Catalina ist jetzt auch gar nicht so groß. Es geht natürlich auch noch in die andere Richtung. Aber da ist dann halt auch zum größten Teil Wohngebiet. Das ist so eigentlich das Zentrum. Wir sind jetzt einmal rumgegangen. Wenn wir jetzt hier runtergehen würden, würden wir wieder zur Bar Cuba kommen. Hier vorne ist der Paseo Maritimo, nicht der Paseo Mallorca, Entschuldigung. Hier vorne. Und da beginnt dann halt auch schon die Stadt. Ne? So, das war schon. Das
Also wir können gerne auch noch eine halbe Stunde durch Santa Catalina gehen, ist überhaupt kein Problem. Komm, lass uns diese Straße hier nochmal runtergehen. Gerne. Weil hier gibt es auch noch schöne kleine Restaurants und andere Läden. Also ich finde, es ist alles sehr niedlich gemacht, auch wenn man reinguckt. Es ist eigentlich alles sehr niedlich gemacht und das Essen ist eigentlich auch fast in allen Läden wirklich zu empfehlen und gut. Und Santa Catalina ist wirklich so ein Innenviertel. Also das hat sich echt gemausert und ist im Moment sehr angesagt. Ich gucke ja auch immer noch, ob man sich dann auch was kauft und habe hier auch geguckt. Also auch an den Preisen merkt man, es ist sehr beliebt hier im Moment. Aber das ist ja ganz Mallorca. Die Grundstückspreise ziehen ja nach wie vor brutal an. Ja, aber es gibt natürlich immer noch Orte, so wie auch der Nachbarort El Tireno beispielsweise, der teilweise noch sehr, in Anführungsstrichen, scheppig aussieht, aber eigentlich sehr schön gelegen ist. Da sind früher die Spanier hingezogen, die jetzt nicht in der Stadt wohnen wollten, sondern ein bisschen außerhalb und hatten da so ihr Ferienhaus. Das ist im Moment immer noch ein bisschen runtergekommen, aber das wird auch in den nächsten Jahren sehr steigen. Ja. Ist aber noch nicht so ausgebildet wie Santa Catalina beispielsweise. Also das können wir uns irgendwann auch nochmal angucken. El Tireno, da gibt es den Plaza Gomila. Das ist so quasi die zweite Reihe vom Paseo Maritimo, da wo die spanische und mallorquinische Jugend feiert. Also das ist quasi so das Epizentrum der Spanier, die nicht allzu viel Geld haben, quasi das, also, der Ballermann in Palma direkt. Also ich sag mal, es sieht schon ein bisschen schäbig aus. Ja. Ne? Es sieht schon ein bisschen runtergekommen aus und ob man da jetzt unbedingt abends dann, wenn man da jetzt so durchgehen würde, ist halt schon, wie du es sagtest. So ein bisschen, ist schon nicht ganz ungefährlich manchmal, wenn man besoffen abends nach Hause torkelt, aber das ist es ja eigentlich nicht. Obwohl ich sagen muss, ganz ehrlich, und das liebe ich auch an dieser Insel, ich finde, hier braucht man irgendwie keine, ich habe hier nie Angst abends oder so, dass man hier irgendwie Angst haben muss. Ich glaube, das ist ja in Deutschland deutlich schlimmer, oder? Ich weiß es nicht. Ich wohne in so einem beschaulichen kleinen Außenbezirk von Berlin, da kriege ich das auch nicht mit. So, also wie man sieht hier links und rechts, ich glaube, ist das hier der Carrer Danibal, stimmt das? Wenn, dann hat Jürgen Haxen hier sein Restaurant. Kennst du Jürgen Haxen? War der auch mal auf, wo war der? Ich sehe hier gerade die Straße. Nee, aber Jürgen, sag mal, was Haxen hat der... ist der Millionenbetrüger aus Hamburg gewesen, der Dieter Bohlen übers Ohr gehauen was? Hat. Der nach Südafrika geflüchtet ist, dann 10 Jahre im Knast saß und also jetzt mit seinem Sohn hier eine Kneipe aufgemacht hat. Ich weiß, dass da vorne ein deutscher Laden ist. Komm, wir können ja noch mal gucken gehen. Ja. Und ich glaube, dass der eine Sushi-Laden auch ist. Genau, das ist ein Sushi-Laden, richtig. Also ein Problem hat man hier garantiert, wenn man hier wohnt, nämlich ein Parkplatzproblem. Ne? Also das hast du aber in ganz Palma. Findest du hier immer einen Parkplatz? Also das Schöne bei mir ist, erstmal, ich habe eine Garage. Das ist der Vorteil. Aber auch bei mir drumherum findet man eigentlich Parkplätze. Also es ist jetzt nicht so, aber hier wirklich Palma Stadt, gebe ich dir vollkommen recht. Und auch ein großes Auto, vergiss es. Lieber ein kleines, wo du dann auch einen Parkplatz findest. Das hier ist es übrigens. Genau das. Ja, genau. Direkt neben dem Zentral. Also das war das, das Restaurant von Jürgen Haxen. Aber es sah richtig voll aus, ne? Ja, ich war da letzte Woche auf dem Geburtstag. Ich fand, das Essen ging so. Okay. Also, ja. Okay, kann man vielleicht auch manchmal ein bisschen Glück oder Pech haben. Hier sind wir wieder beim Markt. Beim Markt. Und dann würde ich sagen, komm, Paul, dann hören wir mal in dieser dunklen Gasse auf. Ja, wir beiden? Ja. Okay, das machen wir dann. Ich fahre jetzt zurück an die Playa de Palma und treffe dort Peggy, Königin der Nacht. Kennst du die? Peggy, Königin der Nacht. Okay. Müsste ich die kennen? Besser ist auch, du guckst lieber Fernsehen, als kommst mit. Das wird eine harte Nacht und eine harte Nummer. Peggy trinkt nur Kümmerling und hat eine Kneipe. Am Ballermann? Am Ballermann 2. Und sie selber ist über 70 Jahre alt. Ach Quatsch. Und wird, glaube ich, auch dann noch durch Kümmerling am Leben gehalten. Und da gehe ich gleich hin. Okay. Mit dem Sänger Tobi. Ah, Tobi kenne ich, aber der hat doch mal mit Mary irgendwie was zusammen gemacht, ne? Also sie singen beide im Bierkönig, aber ob sie jetzt was zusammen gemacht haben, wüsste ich nicht. Okay. Trinkst du eigentlich Kümmerling? Du trinkst überhaupt ehrlich keinen gesagt, Alkohol, ich trinke ne? so gut wie gar keinen Alkohol, ehrlich gesagt. Also ich habe ja mal für Bacardi gearbeitet, aber dass ich jetzt wirklich viel trinke, muss ich ehrlich gesagt, nö. Ab und zu, also ich bin jetzt kein
Anti-Alkoholiker, dass ich sage, Mensch, das geht gar nicht. Aber es schmeckt mir einfach nicht so richtig, deshalb trinke ich relativ wenig. Ach, na gut. Dann wirst du heute keinen Kümmerling mit bei Peggy trinken müssen. Ach, mal gucken, wie das Aufstehen morgen wird. Danke, Paul, dass du dir Zeit genommen hast, gerne, deinen Ingo. Kleinen Kiez zu zeigen. Wo wohnst du hier eigentlich? Beim nächsten Mal machen wir mal, zeig mal deine Wohnung. Ne? Aber vorher aufräumen. Du, da brauchst du keine Angst haben, bei mir ist immer aufgeräumt. Wirklich? Ja, es ist wirklich. Ich bin sehr, sehr ordentlich. Also du kannst, glaube ich, vom Boden essen und es immer, wenn du kommst, wäre es aufgeräumt. Wunderbar. Dann, ja, vielleicht beim nächsten Mal, darüber reden wir nochmal in Ruhe. Home Story, Paul Janke, das war erstmal sein Kiez, Santa Catalina. Wenn ihr mal in Palma seid, dann fragt euch durch. Hier gibt es wirklich viele schöne kleine Restaurants und Bars und Boutiquen. Und vielleicht seht ihr auch Paul Janke. Bis bald, mein Lieber. Tschüss. Ciao, ciao.